Tja, mit Zeit zurückspulen funktioniert das wohl nicht. Wahrscheinlich ist dann. Hab ich jetzt einen 24-Stunden-Log oder sowas? Für Zeit-Events. Auf jeden Fall. Muss ich dann halt warten, leider, bis Driftlon da ist. Bei Driftlon wollte ich gerne in mein Team aufnehmen. Aber wenn es nicht da ist, ne? So. Ich Nummer 56. Gut. 50. Gut. So. So, Schallelos. Wollten wir auch gerne ins Team haben. Das Ding ist aber, ich will nicht. Klebekörper ist zwar auch gut, aber ich würde gerne lieber Sturmsog haben. Das zieht nämlich Wasserattacken auf sich und erhöht dann noch einen Statuswert. Ich glaube, entweder den Spezialangriff oder die Initiative, weiß ich nicht genau. Oh, dabei ist das auch so gut von den Werten her. Schwierig, schwierig. Ja, gucken wir erstmal, ob wir noch eins finden. So. Auf jeden Fall wird die zwar Nummer 13. Ja. Wir bauen auf jeden Fall ein Living Decks. Also fangen alles einmal, so dass wir es haben. So, haben wir die ersten 9. Das sind Items, Kampf. Y muss ich drücken. Da. 6 und 13. Also. 9. 12, 13. Ja. Das heißt, müsste der hier sein. 6. Nummer 3. Sollte das hier sein, ja. Staravia. Lassen wir erstmal im Team, dass er ein bisschen levelt. Das, was sich noch entwickelt. Dann haben wir Staraptor auf jeden Fall schon mal abgehakt. Ich glaube. Ich glaube. Die Weiterentwicklung finden wir auch so nochmal. Hier mache ich mal einen Cut, weil wir sind ja noch Schallelos und falls ich das richtig gefunden habe, schreibe ich euch nochmal. Blenden wir wieder rein. Vergiss, was ich gesagt habe. Den machen wir nochmal eben fertig. Nick. Ein Ponita. Eins der wenigen Feuer-Pokémon im Spiel. So. Dann nimm es mal raus mit Tempo Heal. Oder auch nicht. Ah, kein Unterschied. Jetzt macht es einen Unterschied. Auch nicht. Ja, ja. Ich glaube, wo ich das erste Mal von Pokémon Diamant und Perl gelesen habe,
war in der Game Master Zeitschrift oder sowas. Schon lange her. Und die ersten Mal Pokémon, die ich gesehen hatte, war halt Barmelin und komischerweise Perlu? Ich glaube, es war Perlu. Und habe halt gedacht, das wären die Haupt-Pokémon für die Spiele. Aber das ist totaler Quatsch natürlich. Ha, die Bewegung von Barmelin war gerade sehr interessant. Irgendwie will Schalalos nicht mehr auftauchen. Hat genug von mir. This is the Monado's power! Nice. So, wir haben endlich das Shadowloss gefangen. Mit Sturmsog und relativ ausgeglichenem Wesen. Ups. Hier nochmal für euch die Fähigkeit, nachdem ich gesucht habe. Zieht Wasserattacken an und statt durch diese Schaden zu nehmen, erhöht es den eigenen Spezialangriff. Sehr cool, wenn man gegen andere Wasser-Pokémon kämpft. Mach Schalalos reinwerfen, nimmt die Wasserattacke auf und boostet sich selbst. Sehr cool. Die Trainer, die wir natürlich übersprungen haben, damit es ein bisschen schneller geht, sind natürlich noch da. Das ist nicht cool. Natürlich gleich die Vielfachschwäche ins Gesicht für Schalalos. Schalalos ist ja von Typ Wasserboden. Oder erst bei der Entwicklung. Ja, Knospi hat sich gerade geboostet mit Wachstum oder so. Da kommen wir noch nicht ran. Das auch nicht so. Na, Jubelstab. In Jubelstadt können wir noch ein paar Sachen machen, die ich beim letzten Mal auch übersprungen habe. Und zwar hier in dem Gebäude. Muss man auch erstmal wissen. Und zwar im zweiten Stockwerk. Das ist das erste. Gibt es ja einen Typen. Da.
Hey du da, na, wie geht's dir? Ich bin der TV-Produzent, hör mal. Zur weiteren Planung unseres Programms ist uns die Meinung von Zuschauerinnen wie dir besonders wichtig. Yes. Jo, klar. So. Dass du die Zeit für diese Umfrage nimmst. Also, kommen wir gleich zum Punkt. Was ist deine Lieblingssendung? Jetzt könnt ihr euch hier halt irgendwas aussuchen. Ich würde sagen, dann nehmen wir das. Kriegen wir ein paar Sticker. So. Und im Nachhinein, pass auf. So, machen wir jetzt erstmal nein. Okay. So. Pass auf. Wir haben hier noch einen Platz frei. Wenn wir jetzt den nochmal ansprechen. Und diese Option wählen. Ist ja nur noch die einzigste. Haben wir ein Geheimgeschenk. Da gehen wir direkt mal rauf. Per Internetempfang. Ja. So. Können wir uns das Manafi-Ei holen. Das ist zum, ist glaube ich bis Januar, Februar. Zu kriegen über Geheimgeschehen. Ist halt ein Frühkäuferbonus, genauso wie das Platinum-Set. Aber das Platinum-Outfit kann man erst anziehen, wenn man den Outfit-Store, der hier neu ist, oder? Und ich glaube, den gab es schon früher, aber man nicht in dieser Funktion. Kann man das halt anziehen. So. Oh, da spielt noch jemand leuchtende Perle. Hätte ich ja nicht erwartet. Ein Geschenk. A present for you. Das Platin-Outfit. So, und dann können wir jetzt nochmal hier das per Passwort ranholen. Und zwar so, und jetzt erhalten wir noch den für den Vorbestellerbonus folgendes. Die Animation ist ein bisschen lang, aber man freut sich dann umso mehr drauf, glaube ich. 100 Pokébälle. Damit können wir auf jeden Fall jetzt erstmal ordentlich Pokémon fangen gehen. So, und hier speichern wir auch direkt mal. Was man nach wie vor sieht, sehr schön aus dem Team. Wir können mal ein paar Cups, Deko-Kapseln machen, ne? Sticker anbringen. Das sieht ja cool aus. Ansehen. Ja, passt doch. Gut. Machen wir da halt noch ein paar richtig schöne Feuersticker ran. Oh, man kann ihn sogar drehen. So, und wie kriege ich die jetzt an meine Pokémon ran? Gut. Und so dekoriert ihr dann eure Bälle. You need big balls. Everyone need big balls. Soweit zum Geheimgeschehen. Und jetzt machen wir noch ein bisschen Backtracking. Schließlich kann man ja auch auf den Routen Shinox und Shinox und Knospi noch irgendwo bekommen.
glaube, auf der Route hier. Irgendwo scheint nichts. Wenn man nicht will, dass etwas kommt, dann kommt es. Man möchte, dass etwas kommt. Dann kommt es nicht. So, hoffen wir mal, dass Abra direkt im Wald drin bleibt. Nice. Abra für den Pokédex gefangen. Schöne Sache. Gut. Ha, endlich ein Shinox. Lang genug gedauert. Nice. Und dann hätten wir das auch. Nummer 17. Hat mit die beiden auf jeden Fall schon mal nachgeholt. App. Pokémon Chronometer. Aha. Sein Opa? Er will mich totplatschen. Oh shit. Oh shit! Ja, krass.
Ja. Klatschen da vor sich hin und ich. Naja. Oh, hat denen die Lebensschelle ums Gesicht. Oder durch die Akku-Knarre. Das tut mir leid, Kleiner. Ein bisschen. Perfekt, da ist ja eins. So. Mal direkt ab in den Pokéball. Nice. So. Damit wird auch Knospi für den Pokédex. So, jetzt gehen wir die Höhle erkunden. War die hier? Ja, hier war die. Gucken wir mal, was uns in dieser geheimnisvollen Höhle erwartet. So. Dann muss man hier oft Zertrümmer einsetzen. Das ist ein Trainertyp, den wir bisher noch nicht Kampf gegenüberstanden. Diese kleine Erhebung auf dem Boden. Die musst du mit volle Pulle mit dem Rad fahren. Irres Gefühl. Ah, hier kommen wir also. Super, ich bin darüber gehüpft. Kommen wir also erst rüber, wenn wir ein Rad haben. Ich glaube, hier gibt es auch Enton. Oh. Oh, oh, nicht cool. Warum auch immer der Absorber kann und nicht, Erstauner auch noch. Oh, nicht zurückgeschreckt, ja, perfekt. Stimmt, das geht nur beim ersten Mal, glaube ich, bei Erstauner. Ach, gut. Oh, Zubat ist immer ätzend als Gegner. Solch nervigen Attacken. Ja, hier frisst noch mal eine Aquaknarre und dann war's das. Okay. Oh, Genesung, cool. Shenshaub, das kann man gut verkaufen. Hopp. So, gibt's hier sonst noch was zum Erkunden? Ja, da oben. Und ansonsten wahrscheinlich erst, wenn wir Surfer bekommen haben und ein Fahrrad. Blitz. Ja, nice. Sieht so auffällig aus. Perfekt, Enton. Wolke 7. Hm? 2. 3 und drinnen. Nice.
dann hätten wir somit den Teil von der Höhle erkundet, den wir erkunden können. Ja. Jetzt machen wir uns nochmal auf nach Erzling und holen uns da den Rest. Macholo gibt's da noch in der Nähe und ich glaube noch etwas, was wir jetzt hier irgendwo abholen können. Ist noch nicht gerade wo. Oh, das Eis schlüpft. Wanderfee ist aus dem Ei geschlüpft. Sehr schön. Nein. Wanderfee ist eigentlich auch ein ziemlich gutes Pokémon. Das hat nicht ziemlich ausgeglichene Stats, sodass man es spielen kann, wie man es möchte. Und einen Attacke. Ja, okay, Initiative runter ist, ne? Halber Regenschadensproblem, das ist sehr cool. Aber Schweifglanz hier halt. Ja, blinkendes Licht, das den Spezialangriff drastisch erhöht. Und das ist halt echt cool. Vielleicht, ich glaube, entweder waren es 3 oder 2 Stufen, die es erhöht. Auf jeden Fall macht das Manaphy in dem Spezialangriff auf jeden Fall ziemlich stark. Aber Manaphy nehmen wir nicht mit Lingen. Jetzt ein so früh schon legendäres Pokémon wäre ein bisschen krass. Deswegen packen wir Manaphy auf jeden Fall zu den anderen beiden mysteriösen Pokémon. Zu Mew und Jirachi. Jirachi, Jirachi, whatever. Bei dem wird man die Fossilien wiederbeleben können. Oh, schon. So viel ist es ja gar nicht. So, und hier oben sollte dann noch Holos sein. Ah, nee, wie genau also? Ja, supi. Und da haben wir ein Macholo, perfekt. So. Haben wir einmal die Aquaknarre um die Ohren, das müsste es eigentlich überleben. Jo. So, und let's go. Damit sollten wir dann das auch haben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Natürlich auch ein Abo. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, aktiviert die Glocke. Und wenn ihr meine Background-Musik fantastisch fand, dann schaut doch mal bei Lil Vimitz vorbei. Denn von ihm habe ich die coole Background-Musik. Alles klar. Haut rein!